Leute, willkommen, auch wenn noch keiner da ist im Chat, willkommen, sage ich trotzdem, zum allerletzten Stream 2018, um 18 Uhr, passend hier. Ja, es wird weiter gesmashed natürlich, was sonst, andere Option wäre Dungeon Hop, aber da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Ich will smashen. Ja, ich würde sagen, das ein oder andere Matchline, kurze Matchline sage ich jetzt hier einfach mal. Warum nicht? Kann sicher nicht schaden. Haben wir noch eine neue Stage? Dich haben wir noch nicht. Und dich auch nicht. Ja, komm. Einfach ausprobieren. Ach ja. Versuche. Oder irgendwie sowas. Unser Roster, das füllt sich schon langsam, nicht? Schon ganz, ganz langsam. Ich möchte einfach mal Melinda hier ein bisschen ausprobieren. Im Vergleich zum letzten Mal, also für mich war das gestern, hat sie jetzt nicht wirklich groß was getan. Also ich habe da jetzt nicht offscreen irgendwie herumprobiert. Nur mal das zu gehen. Wow. Auf geht's. Wie Melinda immer so süß reinschaut. Ah! Autsch. Nose. Okay, du kannst ja auch so schnapsen. Schnappi, schnapp. Wie geht das jetzt nochmal mit dem... Ja, nicht so. Ey, lass mich in Ruhe. Ich will ja nur schauen, wie das mit dem Dingsbums geht. Das ist so. Das ist so. Das gibt's doch nicht. Autsch. Ich bin immer noch beim Ausprobieren. Lasst mich einfach mal. Link, stop this madness. Komm, Melinda. Du willst es doch, oder? Oh, 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 oh. Naja. Er hat's noch geschafft. No one is safe here. Oh, oh. Natürlich mich. Was soll denn das? Da muss man einfach mal einklatschen. Da hinten das Fünfslein. Oh. Was haben die eigentlich jetzt für Probleme? Ich will immer noch schauen, wie das geht. Autsch! Lass mich doch in Ruhe! Ach so geht das. Nein, du gehörst mir. Endlich weiß es, wie es geht. Das ist schon ein bisschen OP, ne? Die Reichweite. Hey! Kann ich eigentlich auch Items so schnappen? Nein, ich schnapp alle anderen. Das ist eigentlich schon ziemlich nice. Gefällt mir. Gefällt mir in der Tat. Besiegt! Und richtig in den Hintern. Gut gemacht. Oh yes. Also ich kann schon sehen, dass auch ihre Spielweise mir sehr viel Spaß macht. Also da freue ich mich schon drauf. Und neuer Herausforderer vielleicht? Oh. Ja, das schon, aber schon wieder ein Charakter, der mir jetzt nicht so gefällt. Mein Gott, das ist die erste Probe hier. Nein. Stopp das. Hallöchen, Chaotix. Wie geht's? Wie steht's? Freut mich, dass du jetzt auch vorbeischaust jetzt. Im allerletzten Stream-Titel 2018. Lass mich. Nichts gegen Melinda hier, ne? Schon ein bisschen OP, ne? Fliehen. Hilfe. Also jetzt los. Warum bist du fett geworden? Was ist los? Das frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue. Warum bin ich fett geworden? Autsch! Nein. Springen. Nein, ich wollte meine Attacke einsetzen. Jetzt bin ich groß geworden. Oh, schau. Wie nett. Kann aber jetzt doch ziemlich knapp werden, wollte ich sagen. Jetzt kann ich eh gleich schauen, ob man das nachholen kann.
Oh Mensch, jetzt wird mein PC wieder so laut und was? What the fuck ist das? Oh, jetzt werde ich überhäuft von Melinda und da ruft mich gleich wieder jemand an. Ich bin gleich wieder. So, da bin ich wieder. ja, Söderle. Es kam jetzt früher als gedacht. Eigentlich eh, was du gerade gefragt hast, ob ich Pläne habe oder so für heute Abend. Mein einziger Plan ist jetzt zu smashen hier, zu streamen. Und dass meine Mutter mich dann anruft, aber das ist jetzt schon früher passiert als gedacht. Ja, war jetzt relativ kurz. Man hat es auch gemerkt, aber... Ja, ich wusste auch nicht wirklich, was ich jetzt so lang quasseln soll. Naja, kannst du nachholen, wenn du einmal Classic gemacht hast? Was? Kannst du nachholen, wenn du einmal Classic gemacht hast? So kommen die am schnellsten, wie man nicht besiegt. Was? Ich kann gerade nicht lesen. So, hier kann man das nach. Okay, warum... Ich habe mich schon gefragt, weil eigentlich habe ich ja gegen dich schon mal gespielt, mein Lieber. Aber das war gestern, wo wir alle möglichen nachgeholt haben. Oder bist du erst nach Melinda aufgetaucht? Oder sind die dann eher random? Melinda, mit dir muss ich noch ein bisschen ausprobieren. Ich würde jetzt einfach mal auch schon in Hinsicht auf... Unsere Aufgabe im Einzelplayer-Modus würde ich jetzt mal ein bisschen mit Marv probieren. Wobei der ja eh relativ einfach ist. Also diese zweite Chance, die man da kriegt, die ist ja baby einfach. Ich hoffe mal, mein PC hört man nicht so laut. Wiederle. Mal, ob ich da ein paar Kombis raushauen kann. Sollte ja ähnlich sein wie Lucina. Und Lucina möchte ich ja auch gerne ausprobieren, weil ja Lucina davor auch einer meiner Mains war. Also, probiere es jetzt mal mit Marv. Und Wario taucht jetzt nicht auf. Also ist das dann auch irgendwie random? So. Achso, das mit Nachholen. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, Nachholen im Sinn von, vom Projekt irgendwas, dass ich was zeigen soll jetzt im Stream. Weil du jetzt aufgetaucht bist, ich glaube zum ersten Mal hier und ich soll irgendwas nachholen oder so. Okay. Einmal Classic gemacht hast, so kommen die am schnellsten wieder. Die man nicht bekommen hat. Ich habe da eh gestern auch so einen Trick gehört. Aber irgendwie, wenn ich so darüber nachdenke, natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Toon Link haben möchte, wäre das ja optimal. Wenn man da Tricks verwendet und dann auch relativ schnell jetzt an die ganzen Charaktere kommt. Aber irgendwie fühlt sich das dann nicht so richtig an. Ich muss halt jetzt noch ein bisschen leiden. Ah, die lassen wir jetzt einfach mal da unten. Ich muss jetzt noch ein bisschen leiden mit Toon Link. Der wird irgendwann schon mal auftauchen, würde ich jetzt sagen. Und ja, die schalten wir dann eh nach der Reihe, Stück für Stück. Bist du so groß? Schalten wir die frei. Und schon wieder so ein
gutes Matchup. Ein Schwertmeister gegen so ein Boxer. Das ist immer fair. Gewonnen! Besonders wenn der nur am Boden herumliegt. Und die ballern jetzt auch wieder herum. Ich habe mich ja gefreut, weil heute anscheinend... Oh, ein Pummelhof. So niedlich. Heute hat es eigentlich den ganzen Tag geregnet und da hat es mich eigentlich gefreut, weil da kann man ja nicht so gut Raketen abschießen und alles dran und dran. Schaut euch dieses Mörderpummelhof an. Och nee. Stop this. Nicht mit mir. Warum? Was tun die denn? Die wollen immer nur ein Lied singen hier, wie es ausschaut. Naja. Aber nicht mit mir. Jetzt renne ich auch noch rein. So richtig rein. Hört auf! Stop this madness! Was wollen die von mir? Naja. Und das auch mit den Böllern hat doch sicher auch irgendwie einen Einfluss drauf, dass die nicht so funktionieren. Habe jetzt gerade ein Final Smash gemacht und ich bin schlafen gegangen gleichzeitig. Kann das sein? Stop this madness! Endspurt. Und Hallöchen, Wanni. Auch schön, dass du vorbeischaust. Was machen die? Warum war das ein 9000er-Challenge? Die Chorknaben. Sind auch gar nicht mal so schlecht. Aber schon wieder grün haben wir eh schon genügend. Ja, das, was ich meine, ich sage... Ja, es ist legal, alles, eigentlich alles Mögliche, sage ich jetzt mal. Aber ich spiele nach dem, was für mich irgendwie richtig ist. So, komm! Und für mich fühlt es eher richtig an, wenn man einfach spielt. Und nicht spielt im Sinne von Charaktere jetzt gezielt freischalten oder so. Jetzt hier im Story-Modus zum Beispiel kann man ja ein paar Charaktere freischalten. Eigentlich alle, ne? Mein Ziel ist ja immer noch Toon Link zu bekommen, da habe ich auch nachgesehen. Das wird auch ein Krampf. Das war auch ein bisschen unnötig hier jetzt gerade. Naja. Und tatsächlich heute jemand, der zu Hause chillt und nicht knallt. Es war sowieso nie meins. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal da so eine gewisse Tradition, ein paar Jahre lang, dass ich zu Silvester bei meinem besten Freund übernachte. Und der war halt wirklich so ein richtiger Knaller. Ich bin da halt auch immer wieder mitgegangen. Oh, aber ich hatte da nie wirklich so Spaß. Ich wollte einfach wieder ins Zimmer rein und Videospiele spielen mit ihm oder irgendwas in die Richtung. Aber nicht draußen herumknallen, weil das war nie meins. Mit Marv kann man aber eigentlich schon relativ gut herumspammen. Tja, Pech. Pech gehabt, mein Lieber. Stamm der Tiki-Tax. Besiegt. Genau so. Gestern, so gegen Ende vom Livestream, hat es ja mein PC irgendwie geschafft, neben einem Spiel gar nicht mehr so laut zu sein. Und mich wundert das. Wie kommt man eigentlich dahin? Von der anderen Seite, von hier so runter vielleicht? So? Ja, in der Tat. Ulala. Ich glaube, das war der andere Dungeon, den ich gesucht habe, ne? Den können wir jetzt mal erledigen. Ja gut. Ist auch ein bisschen komisch hier. Scheint ein bisschen ein No-Brainer zu werden hier. Und ich hätte gedacht, dass das alles hier irgendwie... Kämpfe sind gegen die Knüppel hier. Aber nix da.
Ja, auch wenn ich jetzt im Typen Nachteil dann bin. Um was geht's denn hier eigentlich? Besiege den Hauptgegner. Oh, nicht schon wieder sowas. Ausdauerkampf, okay. Und es sind zwei Leute hier. Eigentlich könnte ich dieses Hüpfen jetzt eh wieder lassen und die Fee activaten. Kann ja nicht schaden. Das letzte Mal war bei mir, glaube ich, vor. Der Hauptgegner ist ja Dr. Mario, nicht? How is this possible? Dass die Gegner keine Knockbacks haben oder wie auch immer das heißt, das nervt manchmal. Gewaltig. Immerhin ist die Stage sehr, sehr nice. Simpel, sage ich jetzt einfach mal. Es ist. Oh Mann, ey. Die knallen hier wieder herum. No! Es war so knapp. Fortsetzen. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Man muss sie ja nicht immer besiegen, sondern besiegen. What? Was meinst du? Ja, das hast du richtig gehört. Ich hüpfe da auch noch rein, wie der erste Spieler auf Erden. Warum kann ich da nicht vorbeirennen? Stop this madness! Stirb. Ja, die haben ja keine Knockbacks. Brauche ich sowas gar nicht ausprobieren. Ich renn gleich wieder rein, nicht? Und da schaut euch Mario an. Dauernd das herumgekämpft. Und warum taucht da jetzt auf einmal ein Gegner? Oh, come on. Stop dies. Du hast kein Leben, Mario. Was sind das schon wieder? Stop dies. I don't want this! Oh Mann, ey, bist du nervig! Hat das jetzt irgendwas geholfen? Ich sehe zumindest, die Damages sind nicht so geil drauf hier bei Mario. Oh oh, es kann knapp werden. Knappi knapp. Yes! Das war knapp. Diese Superrüstung, ich hasse sie. Jupp. Das ist extrem nervig. Vor allem bei solchen Sachen. Oder wenn man mit Gegnern zugespammt wird. Aber immerhin besiegt hier. Das freut mich. So, Kämpfer. Wen hätte ich denn jetzt hier? Ich möchte Kirby und Link. Pummeluff lasse ich jetzt einfach mal. Müsste ich ein bisschen trainieren. Außerdem habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, ich müsste mich schon entscheiden zwischen Kirby und Pummeluff, weil die sind schon gewiss, schon ein bisschen ähnlich vom Kampfstil her. Schauen wir mal. Vielleicht übernimmt ja Kirby Pummeluffs Rolle bei mir. Und ja. Sind wir auch gestern durchgegangen. Link, Kirby und eigentlich Marth sind jetzt mal die Spieler, die ich jetzt eigentlich verwenden möchte. Yoshi eigentlich auch gern, aber da bin ich nicht so gut drin. Also bleiben wir mal bei dem Dude hier. Diese Mini-Ultis machen die Ausdauer allgemein. Glaub nur. Mini-Ultis? Ultis, Mini? Welche Mini-Ultis? So, was kannst du jetzt? So, Elektrostarre. Ja, es geht. Feuerimmun. Ja, es geht. Weiter geht's. Ach so, die kann man auch nehmen. I see what I have to do here. Oder doch nicht.
kann ich hier irgendwie weitergehen? Ja. Dann nehme ich dich mal mit. Dann gehe ich hier nach oben. Dann wird man dich loben. Wow, jetzt wird es sogar ein bisschen komplexer. Oh, die dann. Das erste Mal Pichu, glaube ich. Is this the possibility? Ja, jetzt kommt das mit dem Strom. Aber lassen wir das. Sie sehen nur ein 2000er. Die Ultra Smash Leiste. Ach so. Ist mir auch schon aufgefallen. Autsch. Wie das schon ausreicht. Ja, gut. Wir haben die Dentchen. Juhu! So, ich hätte heute auch ein paar Themen wieder parat. Man hat ja auch gestern vielleicht rausgehört, dass ich da nicht so bereit war, über Sachen zu reden. Aber heute... mein kleines Hündlein hier. Heute habe ich auf jeden Fall wieder Bock. Naja, Bock. Kann man Bock... dazu sagen, I don't know. Oh, ist das schon wieder sowas? Wobei, bei dir brauche ich es gar nicht probieren, weil du kannst dich eh relativ gut retten. Autsch! Achso, dich muss ich auch besiegen. Dann gibt es jetzt ein Schwertbattle. Autsch. Stop this madness. So richtig gegeben. Nicht mit mir, keine Zeit verschwenden hier. Was fange ich denn an? Da warte ich, bis Abso kommt. Haben wir eh auf Discord gerade geschrieben. Und passt eigentlich, wenn er dann da ist und wir darüber reden. Was habe ich denn? Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich über oder so eine Art Rückblick machen kann. Wobei ich da jetzt auch nicht jetzt sehr viel erzählen möchte. Weil da ist einfach so viel passiert jetzt in dem Jahr. Und da habe ich jetzt auch nicht so einen Bock drauf, sage ich jetzt einfach mal. Nochmal über alles zu reden, stundenlang. Aber so generell kann ich schon, denke ich mal, darüber reden. Auch was Erkenntnisse aus dem Jahr. Ich werde jetzt nicht nochmal im Detail erklären, was alles so passiert ist. Aber so meine Vorsätze vielleicht, was ich so gelernt habe. Darüber würde ich schon reden wollen. War auf jeden Fall ein brutales Jahr für mich. Ein richtig brutales Jahr. Mit Abstand schlimmste Jahr, was ich je gehabt habe. Hättet ihr mir vor einem Jahr noch gesagt, dass ich im nächsten Jahr, also 2018, irgendwie vor einem Zusammenbruch stehe, dass ja alles eigentlich aus den Fugen geraten kann, dass ich umziehe, meinen ersten Umzug habe, dass ich diesen Umzug eigentlich innerhalb von 2 Wochen erledigt habe, also plus suchen, anschauen und alles drum und dran und eigentlich ein sehr gute Wohnung dann gefunden habe innerhalb von 2 Wochen, obwohl ich das zum ersten Mal gemacht habe. Ich hätte euch immer einen Vogel gezeigt, hättet ihr mir das alles vor einem Jahr erzählt und hättet mir, ja, das kann ich auf sehr viele Sachen ummünzen, sage ich jetzt einfach mal. Dieses, hättet ihr mir das erzählt? Ich habe mir jetzt gar nicht durchgelesen, um was es hier jetzt geht. Ich werde mal Fox besiegen. Weil Jutsu scheint ja hier eh nichts zu machen. Jetzt kann ich mich eh drauf fokussieren. Auf den Frosch. Ja gut.
Ach ja. Dann hoffe ich mal, dass nächstes Jahr besser wird. Ja. Letztes Mal, als meine Mutter gekommen ist, hat sie mir da zum Beispiel erzählt, dass sie jetzt schon so viel erlebt hat im Leben. 13.000, das wird jetzt ein Battle hier. Und Pokebälle, eigentlich Legende. Das kann eigentlich episch werden hier, dieses Matchup. Nicht so ein Fuck-up mit irgendwelchen blöden Regeln. Das wird jetzt spannend auf jeden Fall. Okay, es fängt mit Victini an. Okay. Ah, mit der Stage. Ich finde die Stage richtig geil. Besonders den Hintergrund. Richtig nice. Was wollte ich gerade erzählen? Feuer gegen Feuer ist sehr effektiv. Stop dies. Was machst du denn? Alter! Ja, das kann auf jeden Fall noch spannend werden gegen den Fuzzi hier. Vor allem kenne ich seinen Kampfstil nicht, also da muss ich mich auch mal dran gewöhnen. Nose! Was? Achso, wegen meiner Mom. Genau. Sie hat mir halt erzählt, weil wir nicht so viel durchmachen müssen, dass sie eh selber schon ziemlich viel erlebt hat. Und, ach Mensch. Dass sie jetzt nicht so schnell unterzukriegen ist, ne? Vor allem nachdem, ja, jetzt die Sache da mit meinem Papa und vor 8 Jahren, vor eigentlich schon 9 Jahren war es, als meine Schwester gestorben ist, dann musste meine Mutter auf jeden Fall schon einiges durchmachen. Aber ich wollte ihr halt nicht sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch schlimmere Sachen gibt. Nämlich, ich habe es ja selber im Sommer gemerkt, wo sie in eine falsche Richtung bei mir gegangen ist. Und hätte ich das alles ignoriert, hätte ich dann nicht präventiv jetzt gearbeitet dagegen. Eben mit dem Umzug und alles drum und dran. Ja, warum nicht nach oben? Es ist jetzt schon öfters passiert, dass ich versucht habe, irgendwie mich nach oben zu retten, aber es wird nicht registriert. Naja. Aber auf jeden Fall hätte es wirklich in die falsche Richtung gehen können. Und ich denke mir mal, der absolute Worst Case, was da hätte passieren können. In dieser Situation, sage ich jetzt einfach mal. Das wäre vielleicht ein Selbstmord. Und mein Bruder, der ist ja jetzt schon extrem überfordert mit der Situation. Keine Ahnung, wie das jetzt noch mit ihm enden wird jetzt. Wo es eigentlich eh zumindest bei mir einen sehr guten Ausgang. Ein sehr guter Ausgang. Ich habe Reden verklärt. Kein Wunder, wenn ich daneben spielen muss. Zumindest bei mir gab es jetzt eigentlich eher ein Happy End, weil bei mir läuft es wieder jetzt sehr gut. Ich arbeite ja jetzt dran, meine Abschlussarbeit zu schreiben. Das hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich das jetzt so verfrüht mache. Und das eigentlich jetzt schon so gut, das so gut läuft eigentlich. Also bei mir ist jetzt schon ein sehr guter Ausgang, wenn man das so sagt. Alter, wie das schon reicht. Echt? Schon wieder! Braucht Marth irgendwie extrem lange, nachdem er irgendwie gedodged hat. So. Ich möchte wen anderen ausprobieren. Oh, ich merke, bei so schwierigen Kämpfen sollte ich Themen ansprechen unterlassen, weil das
kann schon ein bisschen ausarten. Naja, auf jeden Fall für mich nahm jetzt das Jahr zumindest jetzt mal einen guten Ausgang, sage ich jetzt einfach mal, nachdem eh alles so richtig schlecht war. Vor allem wollte ich ja eh schon längst präventiv daran arbeiten, an der ganzen Sache. Och nee. Auch schon im Sommer, aber das Ekelhafte war, es kam halt immer was dazwischen und ich musste mich erst recht mit der Sache konfrontieren, die mich zum Zusammenbruch fast gezwungen hätte. Und alles, was ich mir so vorgenommen habe und alles drum und dran, das da kam immer was dazwischen. Das ist eben das richtig Ekelhafte. Nee, nicht schon wieder. Und das war's wahrscheinlich jetzt wieder. Wie das eigentlich schon ausreicht. Ich müsste eigentlich mal ausprobieren, dass ich seinen Pokéball irgendwie stibitze. Mit Melinda vielleicht. Naja, ich glaube, ich sollte das Thema ansprechen hier mal unterlassen. Ich glaube, ich habe ihm jetzt geholfen. Och Mensch. Aber das hat mich jetzt auf eine Idee hier gebracht. So, das probiere ich jetzt hier nochmal aus. Ich sollte aber hier besser. Och Mensch. Schau mal. Das 20% schon fast ausreichen. Ich bin hier jetzt auch mal ein bisschen ruhig, ne? Ich möchte jetzt das hier schaffen. Bevor ich jetzt wieder anfange, über irgendwas zu reden. Weil ich merke, wenn es einen schwierigen Kampf gibt und ich irgendwie so ein Thema ansprechen möchte, es funktioniert nicht. Setz ein, mein Lieber. Och Mensch. Vielleicht wollte Kirby hier nur Stratos, nein, Illuminus, so heißt die Sitte, glaube ich, ne? Besuchen. Wähle deinen Kämpfer. Ja, komm, warum nicht? Soll ich? Der Side-Dodge hat einen krassen Delay. Ich glaube, das war ja die Sache hier nicht. Wähle deinen Kämpfer. Ja komm, ich probier's jetzt einfach mal. Aber wie schon gesagt, das mit meiner Mutter. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas, wenn dann irgendwie der Worst Case eintritt, ne, mit irgendwie Selbstmord oder Mord oder sowas, das habe ich ja schon mal angesprochen, ne? Die Situation. Das wäre sicher ein schlimmeres Outcome gewesen für meine Mutter. Ob die das ausgehalten hätte, dann so weiterzuleben, ich weiß ja nicht. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es noch schlimmere Sachen gibt, die meine Mutter zum Zerbrechen bringen könnte. Aber
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie jetzt genau das braucht, dass sie sich jetzt auch selber einredet, um das durchstehen zu können. Dass sie... Mensch. Nee, das könnte eigentlich hilfreich werden. Ja, das meine ich eben. So dodgen und dann schafft man's. Verstärkt eigene Smash-Angriffe. Verkürzt Smash, aufladet. Das wäre eigentlich nice. Richtig nice hier. Aber wie schon gesagt, ich hatte da das Gefühl, sie hat das gebraucht, irgendwie auch dieses Denken. Ja, sie ist auf jeden Fall stark. Das steht auch außer Frage, finde ich. Weil welcher normaler Mensch würde sowas durchstehen können? Vor allem jetzt auch diesen Zustand von meinem Vater. Ich habe ja vorher eh kurz mit meiner Mutter gesprochen. Und sie hat mir halt gesagt, dass jetzt mein Vater schon so weit ist, dass er jetzt dauernd unter Leiden oder dass es dauernd schmerzt. Also es wird wirklich so ausschauen, dass er jetzt die nächsten Tage irgendwann mal sterben wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch froh darüber, weil das geht jetzt schon fast ein ganzes Jahr lang mit seinem Gehirntumor und wie er dann dahin vegetiert. Es ist schlimm, wenn man Menschen verliert, wenn irgendjemand stirbt. Zum Beispiel in so einem... Es ist schlimm, wenn man jemand verliert. Auch wenn man jemand sehr plötzlich verliert. Das möchte ich ja nicht schlecht reden, aber das ist um Längen schlimmer als so ein schneller Tod. Wenn man dann sehen muss, wie dann der eigene Vater oder generell wie ein Mensch dann einfach so dahin vegetiert wegen so einem bescheuerten Gehirntumor, den ärgsten, den es auch noch gibt. Und er dann, der auch so selbstständig war die ganze Zeit in seinem Leben, dann auf andere angewiesen ist und alles drum und dran. Das ist halt einfach nur richtig schrecklich. Und da bin ich eigentlich froh, dass er jetzt mal relativ schnell mal ein Ende findet. Hat jetzt eh schon lang genug gedauert. Es ist zwar scheiße, dann sowas zu sehen, aber ich denke mir da, es ist ja trotzdem besser, als dass er jetzt noch weiterlebt in so einem Zustand. Habe ich nicht eine Immunität mal gehabt hier? Elektro. Ja, das zudem. Also ich bin ja auch jetzt gar nicht so extrem traurig darüber. Trauer verspüre ich natürlich schon noch. Aber trotzdem bin ich jetzt nicht so traurig über diese Sache. Dass er jetzt die nächsten Tage, ein, zwei Wochen oder so, wahrscheinlich das Zeitliche segnen wird. Weil das ist ja einfach nur schrecklich, sage ich jetzt. Einfach nur, wenn der möglichst lange in so einem Zustand weiterleben muss. Das ist doch kein lebenswertes Leben mehr. Also ich bin da schon froh darüber, dass auch sein Leiden endlich mal ein Ende hat. Also das sehe ich da schon ein bisschen anders. Naja, da sieht man auch wieder, wenn man mal das Schicksal betrachtet, was eigentlich Glück ist und was Pech ist. Es hat ja im Februar angefangen, die ganze Sache. Mit einem Unfall von meinem Vater. Der ist von der Arbeit zurückgefahren mit dem Rad. Februar war ja noch Winter, überall Schnee und richtig kalt. Und er hatte da mehrmals Glück gehabt, dass er diese Nacht dann überlebt hat. Weil er ist gestürzt. Er ist sowieso extrem verwirrt gewesen, in so einem Zustand Rad gefahren. Er hat eine Platzwunde gehabt, weil er gestürzt ist. Er ist in den Fluss reingefallen und da ist er entlang gegangen. Er hat sich da am Knie irgendwas getan, als er da ins Fluss reingefallen ist. Und dass er in diesem verwirrten Zustand, weil bevor er dann meine Mutter angerufen hat, hat er dann
ist er noch stundenlange irgendwo herumgeirrt. Und es war eh dann extrem glücklich, sage ich jetzt einfach mal, dass er dann es trotzdem geschafft hat, meine Mutter anzurufen. Und es war auch glücklich bei seinem Sturz oder bei seinen Stürzen, es waren ja mehrere, dass da sein Handy nicht kaputt gegangen ist. Das Handy hat er in der Hosentasche gehabt. Und ja, dann ist es halt rausgekommen, dass er einen Gehirntumor hat, der schon ziemlich groß geworden ist. Dann die Operation und alles drum und dran, Chemo, ist dann jetzt dann im Laufe des Jahres alles passiert. Und da denkt man sich schon, wäre er damals gestorben bei diesem Unfall, oder es wäre halt schon ein richtig ekelhafter Tod, wenn man das mal sich vor Augen führt, wenn man dann in der Nacht vor Kälte stirbt, weil er herumirrt im Fluss oder so. Es wäre natürlich ein ziemlich ekelhafter Tod, ne? Aber die Leiden, die er jetzt das ganze Jahr über hatte, ob das wirklich, ob man da von Glück reden kann, das ist halt so ein extrem schwieriges Thema, denke ich mal. Denn man weiß ja nicht, was jener Mensch, der jetzt eben, den es eben betrifft, was der dazu sagt. Wie denkt denn der? Hätte er gesagt, ich will da lieber sterben? Wir wissen auf jeden Fall, das kann man schon sagen, wir wissen, dass er eigentlich nie in so einem elendigen Zustand sein wollte. Und meine Mutter hat eh gesagt, sie haben versucht, da wegen aktiver Sterbehilfe und alles drum und dran zu schauen. Aber es ist halt alles dann so extrem schnell gegangen. Aber wirklich extrem schnell, dass man das gar nicht mehr so beantragen konnte, weil er nicht mehr so zurechnungsfähig war. Und deswegen muss er jetzt das alles durchleiden. Weil bei uns ist ja das noch illegal, ne, mit Sterbehilfe. Und habe ich noch einen? Nein. Das ist eben dann die Sache. Ich glaube, die hätten da irgendwas regeln müssen. Fragt mich nicht was. Irgendwas Kompliziertes. Das mit dem Notar und so hätte man da irgendwas machen müssen. Aber es war ja natürlich alles dann zu spät. Es ist dann alles zu schnell gegangen. Und das ist halt das Bescheuerte. Wenn man dann wegen sowas das Ganze durchleiden muss. Naja. Wie schon gesagt, ich freue mich, dass es jetzt langsam mal ein Ende nimmt. Zumindest für mich, weil ich dann eine Gewissheit habe, dass er jetzt nicht mehr ständig darunter leiden muss. Dass das Ganze endlich mal ein Ende hat für ihn. Ich finde das dann schon endlich mal eine Erleichterung, auch für ihn, nicht nur für mich. Habe ich da jetzt noch irgendwas übersehen? Und ja. Traurig bin ich natürlich schon. Vor allem mit diesem Ausgang für ihn, wo er so viel durchmachen muss. Weil da kann einem so ein Mensch wirklich richtig leid tun. Achso, so muss ich das machen. Ich denke mal, kein Mensch möchte so dann dahin vegetieren bis zum Ende. Da ist so ein schneller Tod eigentlich schon was Besseres, denke ich mal. Und ja. Da. Ja. Wie schon gesagt, ich verspüre trotzdem noch Trauer. Ich denke mal, das ist ganz normal. Aber ich denke mal, mich trifft es jetzt gar nicht mehr so. Ich habe mir jetzt eben meine Barriere geschaffen.
Es hätte ja sonst nicht sein können, dass ich daheim lebe mit meinem Vater, dass ich das tagtäglich miterleben muss. Das ging einfach überhaupt nicht. Das habe ich halt auch gelernt in diesem Jahr. Bis jetzt habe ich meine Empathiefähigkeit, mich in Leute reinzuversetzen, als was Positives gesehen. Aber das wäre halt wirklich mein Ende. Und da war mir halt klar, dass es so nicht mehr weitergeht. Und wir haben dann eben die Lösung da gehabt. Natürlich ist da auch Glück dabei, dass das so schnell ging. Innerhalb von 2 Wochen, dass ich da eine Wohnung gefunden habe. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht, dass ich da... Ich habe da eh gefühlt 30 Leute E-Mail geschrieben und angerufen und alles drum und dran. Und dass ich dann die wichtigsten Sachen dann in meiner Wohnung habe, dass das ging eh alles sehr, sehr schnell. Und mir hat es einfach nicht schneller genug sein können, wenn man das so sagen kann. Und für mich war halt wirklich eindeutig und ganz klar, dass das einfach so sein muss bei mir. Dass das könnte vielleicht asozial wirken, sage ich jetzt einfach mal, wenn man weiß, dass meine Mutter da zum Beispiel daheim extrem überfordert ist, halt extrem viel leisten muss und da schon erschöpft ist und alles rund dran und du da bist und sagst, nein, ich helfe dir da jetzt nicht. Aber ich habe da sowieso jetzt nicht so eine Hemmung, dass das ja so sein muss. Ich habe da das Gefühl, das zerstört zum Beispiel mein Bruder gerade. Weil der redet sich das irgendwie so ein die ganze Zeit, dass er helfen muss. Dass er ignoriert halt einfach, wie sehr er eigentlich darunter leidet. Und er lässt halt dann den ganzen Frust an den anderen raus. Meine Mutter hat jetzt auch schon gesagt, sie traut sich da jetzt nichts mehr mal dagegen zu reden, wenn mein Bruder daheim beim Aushelfen irgendwas macht. Egal wie unvorteilhaft das auch dann sein mag. Und ich habe es ja auch selber gemerkt. Besonders bei mir hat er den Frust rausgelassen. Aber so richtig. Da ist er eh einmal fast handgreiflich geworden bei mir. Nur weil ich mal in der Küche stand. Das muss man sich mal geben. Nur weil ich mal in der Küche stand. Und ich glaube, für meine Haustür oder für meine neue Wohnung wollte ich mir halt was aufschreiben. Ne, für das Nummernschild und alles drum und dran, einfach meinen Namen. Wollte ich kurz mal aufschreiben und dann ausschneiden. Geht eh ganz ruckizucki, ne? Aber er wäre da fast durchgedreht und wäre fast handgreiflich bei mir geworden, weil ich da... Wir haben eh so eine große Küche, aber weil ich da gestanden bin und was aufgeschrieben habe, das merkt man auch, dass er da jetzt schon ein gewisser Risikofaktor ist. Auch jetzt noch. Vor allem scheint er da jetzt auch eine gewisse Bindung zu haben zu meinem Vater. Und dass er dann sowas miterleben muss. Aber er ist halt einer, der redet sich das wirklich ein, dass er da helfen muss und das ist so gesehen... Er ignoriert es einfach. Er hat nicht so ein Empfinden wie ich, wo ich gleich mal merke, wenn mal was falsch läuft und dass sich was ändern muss. Sowas hat er einfach nicht. Und ja... Deswegen hat es für mich jetzt hier zumindest mal ein positiv, wenn ich jetzt mal mich mit meinem Bruder da vergleiche, für mich hat es einen positiven Ausgang jetzt gegeben aus diesem Jahr. Und wie es dann mit meinem Bruder ausschaut, weiß ich nicht. Da versucht dann meine Mutter das zu regeln. Ich weiß zumindest, dass ich von meinem Bruder jetzt überhaupt nichts hören möchte. Also da... Ich habe das mal meiner Mutter gesagt, als mal eskaliert ist im Sommer. Er ist für mich jetzt mal gestorben. Und ich würde immer noch sagen, das ist so. Und wenn das jetzt noch schlimmer geworden ist, dann möchte ich erst recht nichts mit ihm zu tun haben. Er soll endlich mal sein eigenes Leben unter Kontrolle kriegen, denke ich mir da. Es ist zwar schlimm, ja. Na, aber... Es geht ja auch nicht, wenn man
einfach alles ignoriert, sein ganzes Leid. Und dann deswegen die ganze Zeit gefrustet wird und selber eigentlich schon vor einem Zusammenbruch ist, sage ich jetzt einfach mal. Und dann das alles an den anderen rauslässt, das geht ja auch nicht. Naja. Auf jeden Fall das mal zu dem. Mir war das auf jeden Fall... Mir fiel das jetzt mal nicht so schwer, sage ich jetzt einfach mal. Dass ich da jetzt wirklich eine Mauer schaffe und nur auf mich schaue. Ich denke mal auch, weil ich von Natur aus immer viel in meinem Leben selber bewerkstelligen musste, bin ich eher jemand, der darauf schaut, sage ich jetzt einfach mal, auf seine eigenen Bedürfnisse und was ich eigentlich will. Wie schon gesagt, ich habe da vieles schon im Leben durchmachen müssen und stand eigentlich die ganze Zeit alleine. Ja, ich hatte meine Mutter, aber manchmal gibt es Sachen, die willst du mit deiner Mutter nicht besprechen und alles so und dran, ne? Und deswegen sage ich auch, oder deswegen meine ich auch, dass ich in meinem Leben schon viel durchmachen musste und eigentlich meistens alleine auf mich allein gestellt war. Und ich denke mal, das war jetzt mir auch wichtig, dass ich das dann selber bewerkstellige, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe auch jetzt im Dezember, als ich... Was sind das jetzt? Im Dezember habe ich da jetzt mit meiner Schwerpunktstudiumgruppe mal, bin ich essen gegangen. Und eine Mitstudentin hat eben genau, nicht genau das gleiche, aber was ähnliches durchmachen müssen mit ihrem Vater in diesem Jahr. Am Anfang von 2018. Der hat Brustkrebs oder Lungenkrebs gehabt und ist dann auch letzten Endes irgendwie elendig gestorben. Und sie hat mir halt gesagt... Oder auch vorgeschlagen ist, so zum Psychologen gehen oder irgendein Fach, zu einer Fachperson und so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das stört mich eher, wenn ich jetzt zu so einer Fachperson gehen muss. Wie schon gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich will das auch selber bewerkstelligen. Ich habe auch irgendwie die Anlage dazu. Wie schon gesagt, ich merke sowas gleich. Ich weiß, was ich dann tun muss, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß da gleich präventiv da in diese Richtung zu arbeiten, auch bei mir selbst. Schlimme war halt, was mich dann kurz vor dem Zusammenbruch gebracht hat. Schlimme war halt, mir wurde das einfach dann nicht gewährt. In diesen... Leben, sage ich jetzt einfach mal, zu Hause. Was ist jetzt los? Achso, da ist. Unsichtbar. Muss da jemand unsichtbar? Naja. Und das war halt das Schlimme, wenn du dauernd versuchst, was dagegen zu unternehmen, aber du erst dann recht mit dem, was dich so leiden lässt, in Kontakt treten musst. Das war ja eh der Höhepunkt, die Reha-Zeit. Als meine Mutter da selber mal in Kur gehen musste, habe ich und mein Bruder eben abwechselnd dann meinen Vater auf der Reha besucht und da eigentlich als 24-Stunden-Pflege gearbeitet, kann man schon sagen. Und das war einfach nur absolute Hölle für mich. Wegen meinem Vater. Das ging überhaupt nicht. Wo komme ich jetzt da runter? Das war halt wirklich die absolute Hölle, weil ich brauchte meinen Abstand, habe ich nie bekommen. Und ja, was machst du denn in so einer Situation? Und vor allem, weil er in seinem verwirrten Zustand zum Beispiel, das werde ich wahrscheinlich jetzt auch nie vergessen, in seinem verwirrten Zustand wollte er einfach mal dieses Reha-Gebäude verlassen. Der ist einfach rausgegangen. Niemand hat auch was unternommen dagegen. Obwohl sie eigentlich wussten, dass er da ziemlich verwirrt ist. Und zum Glück bin ich da eh rausgegangen. Jetzt los. Zum Glück bin ich da eh rausgegangen. Zu diesem Zeitpunkt. Einfach weil ich mal schauen wollte wegen dem Wetter.
weil ich mit meinem Vater dann spazieren gehen wollte. Zumindest meine Mutter hat halt da und gesagt, das ist wichtig, dass mit ihm spazieren gehen und alles drum und dran. Ich wollte halt schauen, wie es mit dem Wetter ist und so, wollte selber da rausgehen und habe genau in dem Zeitpunkt gesehen, wie mein Vater rausgegangen ist und in dem verwirrten Zustand, der wäre sicher abgehauen, irgendwohin. Und dann wäre das so eine große Suchaktion gewesen. Und dann habe ich halt meinen Vater gefragt, was er da macht. Und er war so erleichtert, der hat da so gelitten, weil er gedacht hat, dass ich jetzt auf einmal verschwunden bin. Das muss man mal geben, ne? Und deswegen sage ich auch, dass er mir da auch so leid tut und wie er darunter leidet und der ganzen Situation nicht. Weil das muss man sich mal geben. Wenn man dann das Gefühl hat, dass auf einmal dein eigener Sohn verschwunden ist, nicht nur jetzt irgendwie weg, normal am Abend irgendwie fortgegangen oder sowas, sondern wirklich verschwunden. Und das war dann eh so elendig, das Ganze. Weil für mich... Ja, das ist endlich mal auf. Und das Elendige bei der ganzen Sache war halt dann wirklich... Mir ging's ja dann auch scheiße. Sowas geht ja nicht spurlos an dir dann vorbei, ne? Wenn du dann sowas miterleben musst und vor allem, wenn du wie ich dann so Empathie... fähig bist und dich da auch gleich mal reinfühlst, wie er dann so darunter leidet. Und ich musste mit ihm dann die Zeit verbringen. War aber dann trotzdem... Ich musste halt heulen, ne? Und das hat dann mein Vater noch mehr zugesetzt und das war dann so ein Teufelskreis. Den habe ich zweimal in der Reha-Zeit gehabt. So ein Teufelskreis. Wo ich mit meinem Vater zusammen sein musste, ich... da eh gerade so extrem schlecht gelaunt war, wo ich eigentlich meine Ruhe haben möchte, eigentlich alleine, aber ich musste mit meinem Vater zusammen sein. Er hat es natürlich auch gemerkt, wie ich darunter gelitten habe oder dass ich halt generell leide und das hat ihn wieder mehr zugesetzt und dass ihn das wieder mehr zusetzt, hat mich wieder runtergezogen und das war halt dieser Teufelskreis. Und für mich war halt spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wieder zu Hause war und gedacht habe, okay, mein Vater ist jetzt endlich mal weg, sage ich jetzt einfach mal. Nope. Wir nehmen ihn jetzt bei uns zu Hause auf, da war mir dann eigentlich klar, ich muss weg. Oder mein Vater muss weg. Das habe ich ja dann meiner Mutter gesagt, dieses Ultimatum habe ich ihr gestellt. Entweder er oder ich gehe. Und ja... Das mal zu dem auf jeden Fall. Und für mich war es halt auch wichtig, dass ich da selber dann die Lösung finde und nicht auf andere dann angewiesen bin, ne? Das bin einfach ich. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein Selbstbild, sage ich jetzt einfach mal. Ich merke selber, was ich am meisten brauche und alles drum und dran nicht. Dass ich da jetzt nicht gleich eine Hilfe brauche. Weil da hat eben meine Mitstudentin, als wir darüber geredet haben, hat sie selber mal gesagt, zu diesem Zeitpunkt, bevor das rausgekommen ist mit ihrem Vater, hat sie einen Urlaub gebucht für 2 Wochen oder sowas. Und sie hatte einfach das Gefühl gehabt dann, als das aufgetreten ist bei ihr, wie kann sie denn jetzt bitte auf Urlaub fahren, wenn jetzt in der Familie jetzt irgendwie... so ein Leiden herrscht, sage ich jetzt einfach mal, ne? Okay. Wie kann sie nur, ne? Jetzt auf sich schauen. Sich abkapseln, sage ich jetzt einfach mal. Und sie hat gesagt, da kommt man, wie soll man bitte auf die Idee kommen? Weil sie dann natürlich mit einer Fachperson darüber geredet hat. Und die hat dann gesagt, genau das brauchst du ja jetzt in dieser Situation, nicht? Genau sowas brauchst du. Das kommt ja wie gerufen. Aber sie hatte nicht das Gefühl, dass das so ein Glücksfall ist, nicht? Und da hat sie gesagt, auf manche Sachen kommt man gar nicht. Wie soll man auf sowas kommen, ne? Aber für mich, ich habe da nicht gleich gesagt, ja, mir ist das eh bewusst eigentlich. Ich wollte da jetzt nicht so reinreden, aber für mich, muss ich ehrlich sagen, für mich ist das eigentlich schon relativ klar gewesen,
besonders in solche Zeiten, dass du da auch auf dich schauen sollst. Besonders, du kannst auf andere schauen, wenn es dir besser geht. Aber wenn du wirklich ständig leidest gerade, da musst du auf dich schauen, bis es ein Ende hat, ne? Weil was bringt's denn, wenn du dich selber zerstörst, so wie jetzt zum Beispiel mein Bruder? Was bringt es sich? Jetzt in unserem Fall würde unser Vater das jetzt sagen, dass das will ich, dass jetzt mein eigener Sohn jetzt wegen mir, wegen dieser ganzen Situation, dass er sein ganzes Leben zerstört? Ich glaube kaum. Deswegen finde ich auch so wichtig, erst einmal auf sich selbst schauen und dann kann man auf die anderen schauen. Weil, wie schon gesagt, die Mitmenschen möchten das sicher nicht, dass du wegen ihnen jetzt wirklich das ganze Leben zerstörst. Und in dieser Hinsicht fühle ich auch jetzt nicht wirklich mich schuldig, dass ich jetzt auf mich schaue in so einer Zeit. Und meine Mutter hat mir halt auch immer wieder gesagt, dass von meinem Bruder da ein paar Kommentare gekommen sind, warum ich nicht aushelfe und alles so und dran, und der nörgelt wieder die ganze Zeit nur herum. Oder jetzt zu Weihnachten, ein allerletztes Mal, hatten wir eben gemeinsam gegessen zu Hause. Ich habe mich da eh nicht so bereit gefühlt, aber ich habe mir gedacht, okay, für ein paar Stunden, das geht auch. Wenn ich war auf jeden Fall froh, dass da meine Katzen waren im selben Raum und ich dann eh die meiste Zeit eigentlich bei meiner Katze war, sie gestreichelt habe und so, weil als es mir immer schlecht ging in meinem Leben, hatte ich zumindest immer meine Katzen, wo ich mich dann zurückziehen konnte. Also wenn ich mal Hilfe von jemand gebraucht habe, war es halt meistens im Leben dann meine Katzen. Und das hat mich ja dann beruhigt in der Zeit, weil ich habe schon wirklich gemerkt beim Essen, nee, das ist richtig ekelhaft. Vor allem merke ich da auch, Schlimmste war, glaube ich, dann mein Bruder, dass ich dann mit ihm jetzt auch wieder in meinem Zimmer setzen muss und so. Er hat zwar jetzt nicht die ganze Zeit mich blöd angeredet, aber man hat halt gemerkt. Diese Atmosphäre, sage ich jetzt einfach mal. Und das war eh nicht so geil. Aber ich war da halt froh, dass ich da meine Katzen gehabt habe. Da war es dann halb so schlimm, die ganze Situation. Naja, das mal zu dem auf jeden Fall. Wie schon gesagt, für mich ist es klar. Für mich ist es eigentlich ziemlich eindeutig. Ich sehe mich jetzt nicht verpflichtet, hier auszuhelfen. Vor allem, wenn ich eh weiß, dass mich das eigentlich zerstört und alles so und dran. Ich sehe mich auch nicht verpflichtet, jetzt meinem Bruder auszuhelfen. Vor allem, nachdem er mich dauernd so behandelt hat. Das ist einfach sein Bier, sage ich jetzt einfach mal. Das ist eh das... Ich verstehe da auch meinen Bruder nicht. Wir wissen ganz genau, dass, warum es so ausgeartet ist jetzt auch. Dass Child schuld war auch der Alkohol. Der Alkoholkonsum von meinem Vater. Das ist halt auch die Sache. Weil mein Vater eigentlich schon ein Alkoholiker, kann man schon sagen, war. Jahrzehntelang. Ist das zumindest jetzt ziemlich ausgeartet. Das war nicht der Grund für den Gehirntumor, nein, aber dass die Voraussetzungen, dass er das überlebt, minimal waren, sage ich jetzt einfach mal, als sonst, das war dem Alkohol zu verdanken. Das habe ich ja eh schon mal gesagt, dass der Doktor, der da 8 Stunden an sein Gehirn operiert hat, hat das gleich gesehen anhand der Gehirnstrukturen, dass er sehr viel Alkohol konsumiert hat in seinem Leben. Und dann in diesem Zustand, auch jetzt in der Reha-Zeit habe ich gesehen, dass mein Bruder dann, als wir uns abgewechselt haben, Bier mitgenommen hat, also für sich, nicht für meinen Vater natürlich, aber für sich selbst. Jetzt auch zu Weihnachten hat er da wieder irgendwie Alkohol getrunken.
Und da denke ich mir, checkt er das nicht? Das sollte ihm doch mal klar sein. Der sollte mal aufhören damit. Aber nein. Und dass er eben diese Aggressionen hat, das ist ja auch schon... Was ist denn das jetzt? Dass er Aggressionen hat und alles drum und dran, das ist ja auch schon eine Folge vom Alkohol. Das macht Alkohol aus dir. Und er kann halt da nicht aufhören mit. Und er hat halt auch schon relativ früh, sage ich jetzt einfach mal, angefangen mit Alkohol und alles drum und dran. Und er kann halt da jetzt nicht mehr groß aufhören, nicht? Und das endet auch wieder in so einen Teufelskreis. Aber wie schon gesagt, das eine Sache, was ich auch gelernt habe, ja, ich sollte mir nicht mehr so den Kopf zerbrechen über andere. Ich lebe jetzt einfach mein Leben. Vor allem... da los. Vor allem, wenn es darum geht, zu versuchen, sein eigenes Leben wieder in Gleichgewicht zu bringen, trifft das auf jeden Fall zu, denke ich. Okay. So, das ist wieder so ein Ausdauerkampf. Naja, das mal zu dem. Und ich habe jetzt all die Zeit, habe ich jetzt leider nicht die Kommentare gelesen, die hole ich dann nach. Sorry. Aber ihr wisst eh, wie vergesslich es sein kann. Da wollte ich nicht dauernd unterbrochen werden. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so gequasselt darüber. So. Das hole ich jetzt einfach mal nach. Die ganzen Kommentare. Ist jetzt eh keiner verschwunden. So. Ich mache jetzt mal kurz eine Pause, würde ich sagen. Also jetzt nicht 10 oder 15 Minuten, sondern jetzt mal nur ganz kurz. Und lese mir mal alles durch. Ich glaube, das ist jetzt das Beste. Und wieder eine Sache, die mich stört. Jetzt hier im Falle von Chaotix. Das ist so nett, du schreibst Kommentare und alles drin und dran. Und ich quassel einfach nur und ignoriere einfach mal die Kommentare, weil ich hier reden möchte, ne? Und dann verschwindet er. Dann muss er los. Und ich kann mich jetzt nicht mehr drauf beziehen und so. Och Mensch. Naja. Aber jetzt einfach mal so und vielleicht vergesse ich sie ja gar nicht, wenn er dann wieder auftaucht. Falls er auftaucht. Warum fliegen wir eigentlich durch die Welt hier? Das scheint hier eigentlich die echte Welt zu sein. Finde ich auch mal interessant. Naja, auf jeden Fall. Freut mich das auf jeden Fall zu hören. Auch die ganzen netten Kommentare hier. Das möchte ich hier schon gesagt haben. I appreciate it, natürlich. Gut.
bewusstlos. War das jetzt einfach nur so gesagt, weil er los musste oder weil du jetzt auch los musst, Vanni? So ein richtiger Wrestling-Kampf hier jetzt. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Böse Katze hier. Tja, gut. Da bräuchten wir jetzt eigentlich ein Ref, der mich outcountet. Sage ich jetzt einfach mal. Aber wenn das so funktioniert, warum nicht? Und er lernt dazu auf jeden Fall. Da muss ich auch dazu lernen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich wollte noch irgendwas anmerken. Aber vergessen. Fanny, du auch hier? Ja, sie ist hier ziemlich ruhig, wie es ausschaut. Na, hoffentlich habe ich dein Gemüt nicht zu sehr runtergezogen, sage jetzt einfach mal durch meine Story hier. Aber ja. Ich habe auch absolut nichts dagegen, über diese Sachen zu reden, ne? Wie schon gesagt, ich finde es eigentlich sehr wichtig, dass man darüber redet. Dass man nicht davonläuft vor Leid, vor Schmerz, vor Trauer und so, sondern dass man damit arbeitet. Weil dann, man sieht es ja bei meinem Bruder, das ist es erst recht, was dich dann zerstört. Nicht? Wenn man einfach sein eigenes Ich ignoriert und so, kann ich auch nur empfehlen, sage jetzt einfach mal, dass man daran arbeitet, zu schauen, was einem gut tut und dass man da wirklich mal solche Entscheidungen trifft, auch wenn sie asozial wirken vielleicht. Aber vor allem, wenn es einem wirklich schlecht geht, muss man auch auf sich selbst schauen. Und da braucht man auch sich keine Gedanken machen, ob man da jetzt andere zur Last fällt oder sowas. Wichtig ist, dass man auf beiden. Yes! Wichtig ist, dass man selbst wieder ins Okay kommt, sage ich jetzt einfach mal. Dann kannst du ja eh Rücksicht nehmen auf die anderen, aber nicht, wenn man eh selber, wenn man es eh ziemlich hart hat, sage ich jetzt einfach mal. So ein richtiges Battle hier. Ein Weltkampf. Finde ich eigentlich sehr interessant hier. Meta Knight. So. Was habt ihr jetzt da wieder geschrieben? Jetzt wird Vanni auf einmal so aktiv. Ich muss einen Brief machen. Für Greta. Oh. Dann noch was zeichne. Oh. Muss man sagen, dass das, auch wenn du es nicht gern hörst, sowas, aber das ist schon niedlich. Bei Storytimes mit Sebi bin ich immer dabei. Mit Storytime. Das hat mir wahrscheinlich auch ausgeholfen, dass das spreche ich gleich an. Kann ich dir noch ein echt schönes Spiel empfehlen? Empfehle. Empfehle, Mädel. Ja. Sorry, dass du jetzt herumahnen musst, aber das musste auch mal gesagt werden. So, ich habe wieder die Textdatei offen mit deinen Horrorspielen-Empfehlungen. Mach ich mal so. Empfehle. Es muss kein Horrorspiel sein, aber die Empfehlungen zumindest. Gris. Dann. Für was ist das? Für PC oder so? Vielleicht finde ich das gar nicht, wenn ich nur Gris eingebe. Mensch, Sebi, jetzt gib den Geistern doch mal deine Dingsbum-Snacks. Nee, die müssen verhungern. Die Geister müssen verhungern, ja. Oder ich google mal nach Gris.
Life is Strange habe ich auch schon auf meinem Steam-Account. Aber bevor ich jetzt mit Life is Strange anfange, das ist ja wieder eine neue Serie, möchte ich mal mit den anderen irgendwie fertig werden. Ah, für Switch, Release-Datum. Ich denke mal, das meinst du. 2018 ist es erschienen. Okay. Ich finde zumindest ein Videospiel. Ob es dann das Richtige ist, wird sich dann eh zeigen. Sorgen. Natürlich Star Wars. Empire War. Okay. So. Was mir auch wahrscheinlich in diesem Jahr sehr ausgeholfen hat, nicht nur, dass man so offen damit umgeht, sage ich jetzt einfach mal, sondern auch Nightwish, dass ich Nightwish wiederentdeckt habe. Das hat sich ja auch ausgeholfen, vor allem jetzt, ich finde ja den Background, die Background-Story von jenem Selbstmordlied, sage ich jetzt einfach mal, richtig, richtig nice. Das tut auch meiner Seele dann irgendwie gut, nachdem ich, besonders da im Sommer, wo das zum ersten Mal aufgetaucht ist, so ein Gedanke, finde ich das eigentlich schon nice, dass man sich dann auch mit solchen Werken beschäftigt, ne? Oder jetzt, wo jetzt die Trauer einsetzt, sage ich jetzt einfach mal, wegen dem vermeintlichen Tod, da höre ich mir doch gerne Lieder an, wo es über Trauer geht und so, ne? Ich habe eh auf Twitter gerade so ein Lied angeheftet an meine Seite. Einfach ein Lied, was ich so wunderschön finde, die auch zu diesem Thema Tod und so passt. Und joa, auch zum Beispiel, was sehr gut passt, ist das Lied, wie heißt das jetzt nochmal, Decades oder irgendwas in die Richtung von dem Beautiful Album von Nightwish, wo es auch eher in die Richtung geht. Sowas höre ich mir dann auch gerne dann an. Wie schon gesagt, lieber solche Sachen trauern zu konfrontieren oder mit dem sich beschäftigen, als das irgendwie wegzuschieben. Und wenn man es dann wegschiebt und ignoriert, kommt das einmal später hoch und das zerstört dann erst recht dein Leben. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man offen damit umgeht, ne? Mit solchen Sachen. Ja, und generell, wie schon gesagt, Nightwish hat mir da sicher extrem ausgeholfen. Generell einfach Nightwish. Ja. Auch als Ablenkung und die Lieder einfach. Ich habe halt Nightwish von früher gekannt. Ich weiß gar nicht so recht, ob ich Nightwish damals zum ersten Mal zu Dingsbums-Zeiten entdeckt habe. Zu Taya-Zeiten. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass ich eher aufgewachsen bin mit Annette. Vielleicht deswegen habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie Annette interessanter finde als Sängerin. Ich kann auf jeden Fall mich erinnern, dass ich da Amaranth, dann The Islander, das habe ich so totgesuchtet damals, wo ich Nightwish zum ersten Mal entdeckt habe, und das ist ja zur Annette-Ära passiert, ne? Und jetzt habe ich, also das war wirklich eher so banal, sage ich jetzt einfach mal, mein Wissen über Nightwish. Und jetzt, wo ich Nightwish wiederentdeckt habe und jetzt auch mehr Hintergrundinfo habe und mit den verschiedenen Sängern, so sehr habe ich mich damals gar nicht beschäftigt mit. Und ach, das ist schon wieder so ekelhaft, der kein Knockback hat, ne? Was war denn das jetzt? Naja. Niederlage, Fortsetzung. Und ja, es hat sich ja auch ausgeholfen, auf jeden Fall. Dass man dann auch neue Leidenschaften dann wieder entwickelt, sage ich jetzt einfach mal, in solchen Zeiten. Das finde ich auch wichtig.
Oder eben meine letzten YouTube-Projekte, ne? Das war, denke ich, auch mal wichtig. Dass ich da Ablenkung hatte. Und vielleicht das auch mit meiner Ultra-Egglock-Sonne. Mit dem Let's Play das ein bisschen verarbeitet habe. Dieses Thematik mit Tod und so. Das hat sich ja alles ausgeholfen. Was machen wir? Warum darf ich ihn jetzt angreifen? Warum wehrt er sich nicht mehr? Naja, ist mir... Ach Mensch. Niederlage fortsetzen. Oh, sind halt auch immer so nervige Gegner hier in dem Spiel. Die man angreift, aber die überhaupt keine Anzeichen machen, dass das irgendwie stört. Kann man die vielleicht spiken? Das wär's ja. Was war das jetzt? Kann man auf Steam kaufen? Aber auf einem Bild von dem Spiel stand auch Nintendo, also gibt es das vielleicht auch für die Switch. Siehst du einen Mädchenkopf und darüber steht Chris. Beste Beschreibung. Ich habe vorher auf jeden Fall einen Mädchenkopf gesehen, also vielleicht ist es eh das Spiel. Was weint und aber geschlossene Augen hat. Hat, glaube ich, auch so gewirkt. Nightwish lässt sich so allgemein gut als episch bezeichnen. Ja. Ist auf jeden Fall richtig episch. Vor allem die Vielfalt. Die kriegst du nicht von einer anderen Band, habe ich das Gefühl. Da zeigt mir mal eine Band, die so eine Vielfalt hat wie Nightwish. Sei es jetzt durch die Geschichte mit den ganzen Sängerinnen, die jetzt all die Jahre lang da tätig waren. Oder mit Marco als Sänger. Oder generell die Verschiedenheit von den ganzen Songs. Och Mensch, warum hat er das überlebt? Scheint nicht so klar zu kommen mit diesem Konto. Nose! Ich glaube, der macht das absichtlich mit dem Warten. Auf jeden Fall, Nightwish ist jetzt zu meiner Lieblingsband geworden. Richtig, richtig episch. Ich habe schlechtes Timing draußen. So, jetzt. Eigentlich geht das ja easy peasy hier. Man darf halt nicht so stümperhaft anstellen hier. Wie jetzt zum Beispiel. Oder man greift ihn einfach. Stop this madness! Okay, das war ein schlechter Kampf von mir. Das will ich meinen, trotz der verschiedenen Sänger und Stilen spricht einen alles davon an. Was ist denn dein zweiter und dritter Platz? Und was geht's jetzt bei zweiter, dritter Platz? Das Thema mit den Sängern hatten wir, glaube ich, schon mal. Oder meinst du die Alben oder so? Wobei ich die ganzen Taya-Alben jetzt nicht kenne. Muss ich mich auch noch erst reinhören. Wie schon gesagt, ich glaube, früher hatte ich nur die Annette-Zeit erlebt. Auch nicht alles von ihr. Jetzt wartet ihr schon wieder.
nutze ich jetzt einfach mal aus. Und jetzt? Der ist komisch, der Gegner. Oder ist das irgendwie so ein Signature von dem Geist? Ein paar. Niederlage fortsetzen. Ich habe jetzt gerade die Alben nicht so im Kopf. Aber wie schon gesagt, eher die Songs, die ich so jetzt gerade erwähnt habe. Zum Beispiel das märchenhafte Album mit Annette. Das habe ich zum Beispiel dann nicht mehr erlebt. Da habe ich mich dann, glaube ich, wieder anderen Zeugs gewidmet. Irgendwie tickert der mich. Stop this madness. Stop it now. Eigentlich so schwer ist der gar nicht, aber ich stelle mich so doof an. Also deine Lieblingsbands. Oh, das sind jetzt viele. Da gibt's viele auf jeden Fall. Sicher gehört auch meine allererste Band, die ich gehört habe, dazu. Das wäre System of a Down. Ich habe erst relativ spät angefangen mit dem Musikhören und so. Ich glaube, das beschreibt eh sehr gut meine Geschichte mit Musik. Ich hatte Musik überhaupt nicht leiden können. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich da immer meine Geschwister verpetzt habe, wenn die Musik gehört haben. Es war so bescheuert, aber ich habe es halt gemacht, weil ich habe halt Musik wirklich gehasst. Und wahrscheinlich auch, weil ich auch von meiner schüchternen Art, sage jetzt einfach mal, es nie so wollte, dass ich jetzt irgendwie vor einer Gruppe singe oder sowas, aber weil ich eben schon von Anfang an ein gewisses Talent gehabt habe, wurde ich auch schon als kleiner Stöpsel dazu gezwungen, in Anführungszeichen, vor Gruppen zu singen oder sowas. In der Grundschulzeit kann ich mich an zwei Stücke erinnern, wo ich irgendwie in die Öffentlichkeit vor ein Publikum treten musste. Dann auch Gymnasium, erste Klasse gleich. Genau das gleiche, nur weil ich es gut singen konnte, musste ich dann da mitsingen mit den Engeln. Und ich glaube, deswegen habe ich da so einen richtigen Hass entwickelt auf Musik. Weil ich das eigentlich gar nicht so gemocht habe. Aber ich habe es halt einfach so gemacht, weil ich halt schüchtern war und einfach nicht so Nein sagen wollte. Aber das hat sich ja dann... Das hat sich ja dann verändert. Nach der Zeit. Da hat dann halt ein Freund mir mal dann System of a Down vorgeschlagen und dann... Da. Aber wenn ich mich der Ledge nähere... So ein nerviger Gegner hier. Naja. Das mal zu dem. Also System of a Down höre ich mir auch noch sehr gerne an. Aber um jetzt eine Top 3 zu erstellen, das... Es gibt einfach viel zu viele, sage ich jetzt. Viel zu viele Bands. Ich kann jetzt einfach nur ein paar raushauen, die mir momentan so in den Sinn kommen. System of a Down, Nightwish, eigentlich eh in die Richtung dann Within Temptation gibt's ja, Epica gibt's ja. Also, ich mag generell das Genre. Oder die das Inner Zoom 11 Opening Down gemacht haben, Tepistons, wie auch immer man das ausspricht. KMC, die waren auch richtig nice, höre ich mir gern an. Warum hüpft er wieder nicht? Mensch! Was gibt's denn sonst noch? Dann gehen wir dann in die Anime-Richtung. Aber wir reden jetzt von Bands, ne? Also lassen wir Soundtracks und so. Wenn ich dann ein bisschen Zeit habe, ich habe hier eh daneben mein Bookshelf mit den ganzen Alben, die ich jetzt momentan so habe.
so ginge das eigentlich auch recht easy peasy, ne? Sollte nicht in den Nahkampf. No, no, no. Außer ich grab ihn. Vielleicht bringt ihn das ja aus dem Konzept. Er hat keinen Bock mehr. Okay, doch. Tja. Knie nieder vor deinem Meister. Boah, 2000 Power hat eigentlich auch schon was. War das jetzt der Final Fight hier? So, dann schaue ich mal kurz. Also schauen wir mal, welche Alben habe ich denn so? Wie schon gesagt, die ganzen Soundtrack-Alben lassen wir mal. Ah, wie konnte ich vergessen? Revo, Yuki Gachiura gibt es ja auch noch. Alter. Wie konnte ich die vergessen? Die gehören auf jeden Fall zu meinen Top 3. Also, beide gleichzeitig, sage ich jetzt einfach mal. Also Revo von Sound Horizon, die zum Beispiel ja auch Bravely Soundtrack erstellt haben vom ersten Teil. Die ersten Attack on Titan Openings gemacht haben. Link to Horizon, so heißen sie ja auch. Wie konnte ich die nur vergessen? Aber das geht jetzt wieder in die Anime- und Gaming-Richtung, was ich jetzt mal unterlassen möchte. Wir bleiben jetzt einfach mal bei den, in Anführungszeichen, Real-Life-Bands. Wenn man die so benennen kann. Wo sind die alle? Ich habe von Temptation, Nightwish, wie schon gesagt. Natürlich der Lead-Singer von System of a Down, Serge Tankian, mag ich auch. Da unten habe ich früher gern gehört, habe ich mir auch die Alben eingekauft. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar. 3 Days Grace war da, 3 Doors Down. So viele Threes. Skillet, wie auch immer man sie ausspricht. Wise Against habe ich früher sehr, sehr gern gehört. Unheilig finde ich auch eigentlich sehr nice. Oder dieses eine Album habe ich auch gesuchtet von Seldweller, wie auch immer man den ausspricht. Dann habe ich da drüben, ist das auch nur Soundtrack? Ja, ich habe so viele Soundtrack-CDs. Das ist dann wieder was komplett Neues. Ein komplett neues Thema Soundtracks, nicht? Das unterlasse ich jetzt mal, weil sonst sitzen wir noch morgen da. Oder nächstes Jahr. Ja, versteht ihr. Und da gibt es sicher einige Anime-Openings, ne? Da Super Biwa von Barakamon, das Opening finde ich auch richtig nice. Ach ja, es gibt so viel Nices hier. Oder eben die Soundtracks mit Nagino Asukara, die Key-Sachen, also Little Busters, Clannad gehört dazu. Finde ich auch richtig nice. Ja, da gibt es auf jeden Fall einige. So, zufrieden mit der Antwort? Alles bekannte Namen. Was? Muss dann irgendwann auch mal weg. Bist du noch da? Dann bin ich schon wieder mal weg und kann nicht auf dem Chat schauen. Und dann möchte sich wieder jemand verabschieden. Bist du wenigstens noch da? Dann kann ich dir wenigstens noch irgendwie Tschüss sagen. So, der reflektiert Geschosse. Reduziere die KP. Stärkere Spezialangriffe für Gegner. Aber solange alles klar, okay. Also solange der jetzt Knockbacks hat, würde ich hier jetzt gerne wieder mitmachen. Weil das wäre jetzt schon richtig ekelhaft, wenn der keine Knockbacks mehr hat. So richtig auf Drogen ist der dann. Da Ambisonen. Alter.
Er schreckt zumindest zurück. Okay, dann kann das jetzt wenigstens mal so ein richtiges Battle werden. Fight me, bitch. Das war jetzt blöd gemacht. Jetzt beginnt der Battle hier, ne? Oh oh, no 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 no. Nein! Es war so ein episches Battle zwischen uns. Aber so macht's Bock, ne? Nicht so ein Bullshit, wo der keine Knockbacks hat oder so. Sondern so was, ne? Kann der Untergeist. Was? Untergeist? Nein! Niederlage! ein Sibi. Ein Martin. Na, wie hat's dir gestern gefallen mit. Oder im Reich der. Der Timeout-Leuten zu sein. Ich hoffe mal, es war sehr angenehm für dich. Nee. Ganon, wie gähnst du nur? Stopp dies Madness. Och Mensch. Es kann noch heiter werden. Oh. Ich werde dich besiegen. Was? Ach, sei doch leise. Hab dich auch lieb, ja. So, kann den Untergeist mal wechseln, oder? Was kann denn? Der hatte doch Anti-Elektro irgendwas. Bereit? Los! Anti-Elektro? Und was geht's jetzt? Nose! Nicht diese Attacke. You activated my trap card, wollte ich sagen. Stop this madness. Ja, wer schwebt da so herum? Ich hab grad den Konter aktiviert, aber nix. Egal, aber. Ich hab mein neues erhaltenes Schwert auf die. Ja, gut. Come on. Das schaffe ich doch. Auf Kommando des heiligen Seebären. Jetzt hätte ich ihn ein bisschen gehabt. Das war extrem bescheuert gemacht von mir. Stop this. I don't want this. Nein! Ach Mensch! Ich stell mich teils so dumm an.
alle Charaktere freigespielt. Ach ja, das ist ein bisschen blöd. Man hat alle freigeschalten und... Oh, warum kommt da nichts mehr? Stop dies! No, no, no! Böser Ganon! Nein, das machst du nicht. Weil das ist richtig ekelhaft von du. Nicht mit mir. Das wäre für beide eine Falle gewesen, ne? Och Mensch. Stop this. Stop this! I don't want this! Och nee, nicht das. Boah, das war knapp. Oh, warum hat der... No, no! Oh, Mann! Oh. Aber es macht Bock, auf jeden Fall. Dieser Kampf macht auf jeden Fall Bock. So knapp, ey. Stop dies! Man sieht, genau so, aus diesem Grund ist es wichtig, nicht unnötig Damage zu kriegen. Das schaut schlecht aus. Wetten, das gewinne ich dann am Ende. Heißt hier Karma, du bist selber Karma. Oh, und mein Mikro ist wieder so lose. Oh shit. Was haben wir da gerade vorgehabt, wir beide? Nicht mit mir. Schaut schon mal recht gut aus. Gegen die Attacke kann er anscheinend nicht wirklich so viel ausrichten. Aber er lernt dazu. Stop dies. Das hat ihn ein bisschen verwirrt. Nicht mit mir! Nein! Er hat mich! Oder? Nein? Oh, nee. Musst du es so spannend machen. Puh, es schaut gut aus. Los! Stirb endlich! Da! 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 Warum nach oben? Ich hab das Jetzt kann ich nichts mehr verrecken. Hey. 0,4. Ja, 0,4. Och Mensch. Blöder Ganon, ey. Vielleicht kann ich irgendwie spiken. Oder ich spike mich selber.
Niederlage fortsetzen. Hat Nintendo so programmiert? Echt? Wenn das stimmt, dass die so programmiert haben, dann finde ich das schon scheiße. Jetzt stelle ich mich gar nicht mehr so gut an. Aber ich werde zurückkommen. Was mache ich denn da? Manchmal setzt das Denken wirklich aus. Das verdient. Das habe ich, hab ich mir verdient. Wie sich das wohl anfühlt, 0,4 Lebenspunkte zu haben. Wahrscheinlich, du liegst schon tot da, aber irgendwie dein großer Zeh wackelt noch ein bisschen. Zuckt noch ein bisschen, ne? An sich sind die Kommas aber auch kompletter Bullshit. Ja, aber wenn die wirklich programmiert haben, dass es überlebt auf 0,4, das ist Bullshit. Und so, okay. Kann man denken, wie man will. Balancing, genau. Naja, das ist aber auch wieder ein anderes Thema wie bei RPG mit den ganzen Zahlen, ob das nötig ist und so, ne? Das Battle ist episch. Na. Nein. Aber er wird auf jeden Fall klüger. Das gefällt mir nicht. Ja, es gefällt mir schon, weil das ist eigentlich ein epischer Kampf. Das gefällt mir. Oh, ja. Das ist immer so extrem knapp. Zu Geschmack. Oh. No! Ich versuche ihn mal ein bisschen zu spiken. Ein Riesenunterschied. By the way, ich weiß, wo man Toon Link im Story nimmt. Du kannst mir es bestätigen, ist er rechts unten? Rechts unten müsste er sein. Marvel ist aber schon ziemlich langsam, ne, dieses Delay. Vor allem für die große Competitive-Szene. Ja. Das ist schon wieder... Ich habe das Gefühl, da in diesem Modus ist er noch nicht so klug. Und schon wieder. Niederlage fortsetzen. Jupp, ganz rechts unten ist so ein Portal in die Monster. Jetzt, du musst mir nicht alles spoilern, ne? Ich weiß nur, dass er irgendwie rechts unten ist. Also lese ich mir den Rest jetzt mal nicht durch. Du kannst mir aber gerne sagen, wie man am besten dorthin kommt. Ohne möglichst viel zu spoilern, ne?
Endlich! So einfach kann's gehen. Ich hab keinen Bock mehr auf diese knappe Scheiße, ey. Der ist aber auch relativ gut hier. Psy-Kräfte nach oben. 4000. Das hat schon was. Oh my goodness. Der letzte Herausforderer. Ryu! Aber bevor ich Ryu hier stelle, werde ich mal speichern und zurückgehen. So macht's irgendwie Bock, die Charaktere freizuschalten, muss ich sagen. So nach der Zeit. Oh. Der wäre für mich jetzt auch schon spontan so 3 bis 2. An sich habe ich jetzt am Charakter jetzt nicht so so viel Interesse. Allerdings. Ja, doch auf. Hätte ich schon mal Bock, ihn nochmal auszuprobieren. Hat schon was. Mensch. Stop this madness. Okay, da habe ich mich auf jeden Fall extrem blöd angestellt. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, ob ich ihn jetzt nochmal herausfordern kann. Im Noob-Modus. Wario taucht auf. Schauen wir mal, ob Whitley dann noch auftaucht. Photogaudon hatte etwa 3000. Echt? Trainiere momentan einen, der hat 3000. Moment, ich hab schon Ryu. Ja, geil. Hat sich ausgezahlt, die. Das ist ein bisschen so ein Letdown, habe ich das Gefühl. Naja, aber dann kann man Ryu im Modus verwenden, nicht? Lucina habe ich ja auch schon, ne? Kann ich eher mal schauen, ob sie sich ein bisschen anders spielt. Schauen wir mal. Er sollte jetzt eigentlich schon wieder einfacher so gehen, nicht? Schauen wir mal. Tja, gut. So kann man es auch machen. Ja, ich war schon früher. Und Whitley muss noch warten. Okay, wenn's denn meinst. Sind schon fast wieder 2 Stunden vergangen. Ich komme einfach nicht dorthin, wo ich eigentlich hin wollte. Dank mir weißt du das mit dem neuen Herausforderung mit der Dunkel der meiner Timeout oder so. Immer wieder gerne. Na, den Timeout hast du dir verdient. Lässt mich da über eine halbe Stunde lang leiden. Und sagst erst dann, dass das eine Möglichkeit ist, ne? Das hast du dir verdient, du Schlawiner. Stell mich da wieder an. Madness. Tja, das hast du dir verdient. Yes, Ryu, den wir schon haben. Karma! Selber ein Karma. So. Das war's mit der Weltreise. War auch interessant. Fertig mit der Skizze. No. Ist zwar nicht für mich, aber trotzdem no. Söderle, dann haben wir das hier erledigt. Warum gehe ich jetzt eigentlich
weiter nach links. Kommt man da irgendwie nach rechts? Das kannst du mir ruhig mal sagen. Von jetzt kommt man da irgendwo hin. Oder muss man da erstmal was anderes machen? Oh nee, geh mir weg mit diesem Vogel. Ich kann dir da ein Bild schicken. Ist nicht nötig. Nein, nein, nein. Gönn ich dir so hart, dass du leidest. Wobei, sieht man auch, dass ich da anscheinend da doch die richtige Entscheidung getroffen habe in dem Jahr. Ne, wenn wir mal schauen, was ich in diesem Jahr so durchleiden musste. Ich kann sowas jetzt auch mit Humor nehmen, sage ich jetzt einfach mal. Er war ja nicht da. Kann man jetzt auf jeden Fall vielleicht auf die Schiene geraten mit, oh, wie kannst du sowas jetzt nur sagen? Was bist du für ein Ekelhafter? Und das kann man dann auch gleich wieder persönlich nehmen, ne? Aber ich kann sowas jetzt auch mit Humor nehmen, ne? Also ich sehe das schon als richtigen Weg, den ich da eingeschlagen habe. Schließlich kann ich sowas, wie schon gesagt, mit Humor nehmen. Das ist für mich auf jeden Fall ein positives Zeichen. Okay. Manni, du bist auch so ein Okay. Sebi hat keinen Humor. Ja, ich hab keinen Humor. Versteht ihr, Humor? Ich habe aber noch nie Humor probiert, muss ich sagen. Warum reckt er mich gerade so? Ist das ein anderer Olimar? Südeli. Wie, das reicht. Du reichst. Okay. Ja, ist wieder Hashtag Vanioki. Oder Vaniok. Wir lieben es, das Vaniok. Das ist die beste Antwort, die man nur geben kann, nicht? Warum? Du bist gar nicht so schwer zu besiegen, mein Lieber. Warum habe ich dann Probleme gegen du? Nicht mit mir. Brot! Jetzt geh endlich mal drauf, ey. Okay, dann halt so. Okay, 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 ich bin Vanni, okay. Nee. Vanni hat dieses Okay schon perfektioniert. Es kommt einfach immer zum besten Zeitpunkt. Und immer perfekt geschildert. Das ist einfach nur, wie du es jetzt gerade machst, das ist einfach nur lächerlich. Also wirklich, das muss man ehrlich mal so sagen. So, an die Leute, die jetzt mal hier sind, wie schaut's aus bei euch? Ich habe geplant, jetzt dann gleich mal eine Pause einzulegen, aber dann noch 2 Stunden, so bis 22 Uhr. Sagt ihr, wir könnten eigentlich rein theoretisch bis 23 Uhr, also danach dann noch 3 Stunden machen. Oder aber ihr sagt, hey, ich habe eh nichts zu tun, also können wir bis zum nächsten Jahr streamen, nicht? Also über Mitternacht, ne? Das müsst ihr mir schon sagen. Ich hätte mir jetzt einfach so gedacht, das würde ich jetzt mal nicht machen bis Mitternacht. Kann ja sein, dass ihr mit der Familie da sein wollt. Aber wenn ihr sagt, nee, das stimmt ja gar nicht, würde ich sogar in Erwägung ziehen. Aber das müsst ihr mir sagen, nicht? Oh, alle drei gleichzeitig. Dreistig zu besiegen. Der Jock. Voll besiegt. Okay. Ihr könnt das einfach nicht. Dieses Okay. Unterlasset dies.
das geht wieder in eine andere Richtung. Weil ich habe da auch gesehen, dass auf dieser Island gibt es auch eine Röhre. Und die Röhre ist eine Röhre. What? Und die führt, glaube ich, da links hin. Links unten ist die Röhre. Für rechts unten. Schauen wir mal, ob das passt. Schicke, schicke, schicke. Ausdauer Smash. Ich gehe. Jeder hasst mich. Gehst du jetzt? Oh. Das, trotzdem hat mich gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. I appreciate that. Aber trotzdem hast du dir das gestern verdient. Achso, es geht um Zeit. Ich sehe schon. Ich habe mich schon gewundert, warum. Was ist denn los? Ich muss gleich mal für 30 Minuten, eine Stunde, hab dann aber etwa Zeit bis... Okay, scheint so zu sein, dass ihr nicht über Mitternacht streamen wollt hier. Okay, gemerkt. Dann wird's wirklich mein Ziel, für die nächste Hälfte vom Stream, für die nächsten 2 Stunden dann Toon Link zu Toon Linken zu bekommen. Musik ist geil. Slow-mo! Nicht mit mir, Wario-Wusch. Gerade noch so entkommen, mein lieber Wario. Nicht mit mir. XD. Oki. Du bist auch so ein Oki. Da ist das Hashtag WannyXDDD. XDDD. Genau, 3D. 3D. Wanny in 3D. Kannst ruhig bis über Mitternacht führen, dann werde dann aber womöglich schon weg sein. Aber es macht keinen Sinn, wenn keiner mehr da ist, deswegen frage ich ja, ne? Wenn dann eh keiner mehr da ist, dann würde ich nicht streamen. Rabbit Kong! Stärkere Arm, irgendwas. Erst einmal ein bisschen... Okay, das reicht schon aus. Ich wollte mir jetzt schon so Pläne machen, ein bisschen schwächen und dann dieses Squalling-Level ausnützen und nach rechts nach links schmeißen dann nochmal. Aber nö, so auch. Ich bin dann auch weg. Und deswegen frage ich. Pac-Man? Aber vielleicht kommt ja wie jetzt wieder hier jemand. Ah ja, wie geht's eigentlich dir? Wir haben ja irgendjemanden mal wohin geschickt. Oder ist der schon fertig? Ist der schon rettig? Die Frage ist auch... Okay, Gladi, du hast schon gesagt. Martin, falls du noch da bist, wenn du gehst. Hast du mir noch nicht gesagt, wann musst du gehen? Dass ich schauen kann. Weil wenn ihr alle so in einer halben Stunde weg müsst... Dann würde ich erst so in einer halben Stunde die Pause machen. Ja. Eigentlich wollte ich ja speichern. Speichern. Und zurück. Es müsste mich jetzt jemand wieder herausfordern, oder? Das ist interessant. Würde ich sogar in Erwägung ziehen. Sage jetzt einfach mal spontan eine 2. Schicke, schicke, schicke. Also, wie der mich da einfach reckt. Nicht mit mir, Shiggy. Alle am Aufladen hier. Irgendwie... Der CPU kann mit der Attacke noch nicht so viel anfangen, habe ich das Gefühl. Was jetzt, Shiggy? Oh.
Fass gereckt hier. Es brennt! So, der stürmt auf mich zu. Ich wollte doch angreifen. Und das war's, Shiggy. Was, in 3 Stunden müsstest du weg? Wow. Hat mich doch schon erschreckt, ey. Im Hintergrund wieder so ein Böller. Und ganz kurz so ein Vibrieren von meinem Controller, den ich gerade auf den Tisch gelegt habe. Das in Kombination habe ich jetzt irgendwie gedacht, schlägt hier jetzt jemand einen Böller rein oder was? Müsste jetzt etwa jeden Moment weg. Ach so. Dann würde ich Pac-Man jetzt noch besiegen da drinnen. Und dann in die Pause gehen. Für so 10 bis 15 Minuten. Und dann wieder so 2 bis 3 Stunden, würde ich sagen. Bis 23 Uhr, sage ich jetzt. So. Pac-Man, komm her. Pac-Man, komm her. Pac-Man. Gewinne den Kampf und befreie den Kiempfer. Oh, Pac-Man kann auch ekelhaft werden. Oder auch nicht, wollte ich sagen. Nein, warum renne ich da immer rein? Das gibt's doch nicht. Bin gleich getickert hier, ey. Yes! Also bei uns hat fast eine Rakete unter den Schirm getroffen. Ach, das ist immer so bescheuert mit den Raketen. Aber... So ist es normal. Und ich möchte wenigstens mal den neuen Weg einschlagen. Oh, was ist denn jetzt los? Achso, das passiert automatisch mit dem Schwächen. Oder es macht gerade irgendwas. Oh nee. Darf ich jetzt nicht mehr weiter? Doch, wie es ausschaut schon. Oh, da ist was Böses im Busch. Was Böses ist im Busch? Ich will nur die Claudis weg. Wer ist Minzel? Minzel? Was war denn die Musik jetzt? Ach, die höre ich jetzt leider nicht. Besiege sie alle massenweise Gegner am laufenden Band. Bereit? Was heißt massenhaft Gegner? Kaum kommt er rein, wird er abgeknallt hier. Stopp dies Madness. Oh yes. Episch weggefegt. Dieser Minzel. Winsel, du Minzel. Ich bin lustig. Ich bin lustig. Ja, bin ich. Ach man. Ich glaube, ich brauche diese Röhre da unten. Strange Love. Nur wegen so einem Pillar kann ich da nicht durch. Willst du mich verpuppen oder was? Ich glaube, Martin ist wirklich verschwunden. Sakura. Sakura. Mit 9100 Damage in Dimensionally. Dämonische Melinda. Besiege den Hauptcharakter nicht schon wieder. Oh, das hat sicher irgendwie eine tiefere Bedeutung hier mit. Mit dem Schutzgeist. Ist das eine Schützerin, diese Corin? Ich habe ja absolut keine Ahnung. Immerhin wehren sie sich, ne? Ha ha!
Nee. Belinda, was soll denn das? Dürfen Sie das? Autsch. Stop this madness. Los! Belinda, ich werde dich besiegen! Oh, das war jetzt gemein. Sakura Obo! Vanni ist Hype! Blöd schaut ein Lava-Dossier aus. Richtig. Richtig bescheuert. Voll die Klatze. Autsch. Nee. Ist das ein Drachenmensch oder was ist denn hier los? Oh, richtig gegeben. Ja. So, die haben wir jetzt auch schon geöffnet, weggeweht, diese Dinger hier. Oh, da ist ein Knopf. Wow. Langsam öffnet sich der Weg, ne? Haben wir hier eigentlich noch was? Ja, da bei den Mushrooms. Ich würde halt schon noch gerne das clearen. Ich würde jetzt sagen, nach der Pause gehe ich dann mal zu der Röhre und schaue, was ich da machen muss. Und ja, wenn ich da nichts wirklich sehe, was ich da gegen machen kann, dann werde ich mal einfach das clearen, was ich bis jetzt so gemacht habe. Ah, ich habe schon irgendwie die Befürchtung, dass das mit Toon Link hier heute nichts mehr wird. Nope, nope, nope. Naja, dann würde ich sagen, Leute, das war's. Wir legen jetzt eine Pause ein. Wie spät ist jetzt? 20. Bis 20.25 Uhr, sage ich jetzt einfach mal. So 10 Minuten. Ich werde mir jetzt kein Brot schmieren, sonst dauert das wieder so lang. Oder ein halbes Brot, wer weiß. Und ja, dann geht's weiter. Wieder so bis 23 Uhr würde ich dann streamen. Also dann so 2,5 Stunden, würde ich sagen. Ja, also Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis dann.